Hey, ich wünsche euch herzlich willkommen zu einem neuen Horror-Game. Wir spielen jetzt The Casting of Frank Stone. Und was das mit Frankenstein zu tun hat, weiß ich noch nicht. Es ist aus der Welt von Dead by Daylight, mit der ich so überhaupt nicht vertraut bin. Aber das Spiel ist von Supermassive Games, die gemacht haben Until Dawn und die Dark Pictures-Reihe gemacht haben. Und dieses Spiel wird auch so in die Richtung gehen wie Dark Pictures und Until Dawn. Mensch. Dead by Daylight ist auch von denen, ich glaube, die haben sogar sehr, sehr viele Spiele gemacht. Aber für Horrorgames sind die auf jeden Fall ziemlich bekannt, seit Until Dawn. Und ja, The Casting of Frank Stone. Alleine sterben, zusammen sterben, man kann auch irgendwie zusammenspielen. Einstellung habe ich schon gemacht. Sammlung können wir später. Ich will alleine sterben. Spiele die Einzelspieler-Story. Weiter, neues Spiel. Wir können nur neues Spiel... Was ist das denn? Schnittraum-Etage. Wird freigeschaltet, nachdem du die Hauptstory einmal durchgespielt hast. Besitzer der Deluxe Edition von Castle? Ja, habe ich nicht. Neues Spiel. Neuer Platz. Beobachter. Du wirst Menschen leiden sehen, solltest es aber überleben. Überlebender? Du wirst Qualen leiden, aber vielleicht überleben. Oder Opfer. Tja. Da ich ja immer schnell sterbe, ich würde fast auf Beobachter gehen. Ich bin ja eher so der... Ja, komm, ich mach mal Beobachter. Ich hab's gerne easy, ich möchte gerne die Leute retten, ich möchte gerne die Story möglichst viel machen. Wir machen ja auch nur einen Durchlauf. Manche machen dann mehrere Durchläufe, ich mach nur einen, wenn ihr mehr sehen wollt. Jede Entscheidung und jede Handlung hat Konsequenzen. Manche retten Leben. Andere führen zum Tod. Auf der Suche danach habe ich alles geopfert. Eine Welt in einer Geschichte vor Jahrhunderten gehört. Eine zeitlose Macht mit grenzenlosem Wissen, unstillbarem Hunger. Der Entitus. Sein Reich ist unserem so nahe, doch nie in Reichweite. Bis ich ihn fand. Frank Stone. Den Schlüssel. Den Killer. Ich bin Augustine Lieber. Ich bin Lieber Augustine. Ich werde unsere Welten für immer ändern. The Casting of Frank Stone. From the World of Dead by Daylight. Und alle, die Dead by Daylight kennen, jetzt so, oh, wieso kennst du das nicht? Ich sehe schon. So ein Feiner. Ja. Ist das der Typ vom Cover? Der Frank? Nee, kein Baby. Toby. Care, Diana Bermuth und Iris DeBrand. Haben die wieder echte Schauspieler genommen? Das war ganz schön am Ruckeln hier. Ich bin voll im Weg. Suche nach verschwundenem Kleinkind geht weiter. Oh nein, der hat's geklaut. Da kommen die Cops. Aesada. The Burning Man. Cedar Steelmill 1963.
Sam, 21:07, Eingang zum Stahlwerk. Ich nehme an, du bist hier der Nachtwächter. Das stimmt. Du allein? Für das ganze Gelände? Oh nein. Ich hab Hilfe. Wo ist die jetzt? In Dienst? Gewissermaßen. Merlin läuft rum, wo er will. Merlin. Merlin? Mein Hund. Dobermann Pinscher. Bester Freund, den man sich wünschen kann. Treu bis zum bitteren Ende. Den vertraue ich mehr als mir selbst. Ich muss dir ein paar Fragen stellen. Oder besorgt du und der Hund seid der Wachdienst fürs Werk? Ich bin mal besorgt. Also, du und der Hund? Merlin. Merlin. Ihr schiebt Wache im ganzen Werk? Ich weiß, echt übertrieben. Aber mal ganz unter uns. Wir kriegen das schon hin. Aber okay. Ich weiß nicht, wo er sich heute rumtreibt. Vielleicht hat er Angst vor mir. Angst vor dir? Der war echt gut. Thomas Jefferson Holt heiße ich. Nenn mich Tom. Officer Sam Green. Bist aber keiner von Cusage Deputies. Mein Captain hat mich Sheriff Cusage unterstellt als Unterstützung für die Dauer dieser Ermittlungen. Ah, du meinst den vermissten Jungen? Richtig. Kritisch. Irgendwas Verdächtiges bemerkt oder missbillig? Hast du getrunken? Das lassen wir mal weg. Irgendwas Verdächtiges am Stahlwerk bemerkt? Heute? Heute Nacht, die letzten Nächte, egal was es war. Gar nichts. Nichts? Gar nichts. Verdammt, wenn du mir nicht glaubst. Frag den Sheriff. Sheriff Cusage war hier? Er kam gestern Abend vorbei und fragte genau das Gleiche. Und ich habe ihm das Gleiche erzählt wie dir. Der Junge kann unmöglich hier sein, ohne dass Merlin und ich davon wissen. Was hat der Sheriff gesagt? Okay, Tom. Dann ist er zurück ins Auto und weg. Zweifel. Mehr hat der Sheriff nicht gesagt? Überrascht. Also hat niemand im Stahlwerk nachgesehen. Das heißt also, dass im Stahlwerk niemand wirklich nach einer Spur des Jungen gesehen hat. Wenn du niemand sagst, zählt dazu auch Merlin? Nein, Tom, er zählt nicht. Ich spreche nur von menschlichen Ermittlern. In dem Fall, Sam, kann ich deiner Einschätzung nicht widersprechen. Spricht was dagegen, dass ich mich mal umsehe? Keine Einwände von mir. Natürlich sperren wir nachts alles ab. Ist kein Problem. Da ist natürlich Merlin. Natürlich. Wenn du ihn siehst, sag ihm, dass ich ihn suche. Danke für deine Hilfe, Tom. Cap versucht, freundlich zu bleiben. Cedar Lake. Gesagt. Oh oh. Ist Merlin wirklich ein Hund? Es wirkte gerade so, als ob wir beobachtet werden. Cedar Steel. Ziel. Finde einen Weg ins Stahlwerk. Drücke WASD und. Oh, das habe ich hier schon gegen mein Mikro und die Maus zum Umsehen. Okay, gut. Eine Sache will ich mal eben gucken. Ich hoffe, wir können das noch machen. Ach, guck mal hier.
Hier haben wir wieder Sammlungen, alles, was wir so finden können. Wir haben Beziehungen, die sind allerdings jetzt noch nicht da. Und wir haben ein Schicksal. Wir haben anscheinend auch mehrere Zeitlinien. Da sollten wir immer reingucken. Hier ist unser Schwierigkeitsgrad, den können wir jederzeit ändern. Und eine Sache wollte ich mal eben in den Grafikeinstellungen gucken. Ich hatte nämlich dieses Körnige ausgestellt. Ich hoffe, Schärfentiefe, dynamische Auflösung, okay. Da hatte ich nichts geändert. Anzeige. Motion Blur. Guck mal hier, Filmkorn hatte ich nämlich, das hatte ich nämlich aus, weil das nämlich nervt. Okay, auswählen. Da hat sich das schon wieder verändert hier. So. Okay. Ich glaube, so ist besser, ne? So ist besser. Schauen wir uns mal hier um. Und wie ihr wisst, man kann so Collectibles meistens finden. Die liegen dann meistens eher nicht da in der Richtung, wo man hingehen soll. Wir können sogar rennen. Also gucke ich mal hier in den Ecken. In jeder Ecke sollte geguckt werden. Ich weiß nämlich nicht, wie diese Hinweise dann aussehen. Das Weg. Durch? Ah, da können wir durch. Ach, guck mal. Er hat Merlin gerufen. Er sucht ihn. Okay, wenn wir da vorne durchkommen, dann können wir eventuell hier noch irgendwas finden. So. Sollten wir hier nochmal. Ein offenes Fenster. Da komme ich hinein. Was? Wo? Wo ist das offene Fenster? Da! Okay, klettern wir jetzt da hoch oder gehen wir jetzt durch den Zaun? Das ist ja interessant. Warte, warte, warte. Da er das Fenster erwähnt hat, aber da hinten nichts gesagt hat, gehen wir mal einmal da lang. Ich hoffe, das. Ich will jetzt einfach mal gucken, was hier ist. Ob es hier vielleicht schon das Secret gibt? Oder ob es das Fenster gibt? Das ist jetzt die Frage. Ist das der Hauptweg? Oder der andere Weg? Aber hier sieht es ziemlich zu aus. Da ist was. Guck mal. Überprüfen. Öffnen. Eine Schachfigur. Schillernder König. Sie hat versprochen, den Schmerz zu lindern. Okay. War das jetzt schon ein Collectible? Sammlung? Artefakte. Wieso ist hier nichts drin? Beziehungen? Schicksal. Schade. Wie kann ich mir das jetzt nochmal anzeigen? Was stand da? Sie hat versprochen. Hm. Das ist ja irgendwie doof. Na gut. Ich nehme es erstmal mit. Achso, nochmal zum Motion Blur, das stelle ich immer aus, weil es dann auf YouTube besser aussieht. Genauso wie Filmkörnung. Sonst verpixelt das so scharf, weißt du? Das sieht dann nicht mehr nice aus. Ratten? Immer Ziel. Sachte. Suche das vermisste Kind. Okay. Also es sind so kleine Kästchen, wo was drin ist. Hier sieht es einfach genauso aus wie gerade in der Ecke.
Ja, wir müssen alles genau angucken. Ich werde die Schachfigur, die hat nicht jeder gefunden. Wenn ihr das bei anderen vielleicht auch guckt. Die erste Schachfigur. Weiß nicht, vielleicht auch doch. Aber das ist hier so der Drive. Ich versuche hier sowas zu finden. Werde natürlich auch mal scheitern, aber ich versuche es zumindest. Storage Shed 2. Aha. Manchmal liegen halt auch in solchen Ecken was. In diesem Fall ist jetzt nichts. Dann ist es halt mega langweilig. Ich wette, der Hund wird uns jumpscaren. Tja, hier scheint nichts zu sein. The Value Bundle. 9 Uhr abends, okay. Wieder eine Uhr. Da vorne liegt was. Freitag der 13. Frühschicht 6 bis 14 Uhr. Bobby, Harris, Rudy, Jack, Soul. Spätschicht 14 bis 22 Uhr. Harold, Dennis, Bobby, Frank Stone. Frank Stone arbeitet hier. Lou Osterman. Nachtschicht nicht zugestellt oder zugeteilt. Frank Stone arbeitet also am Freitag, den 13. hier. Also was haben wir denn hier? Hab Dawkins und Stone aus der Nachtschicht gestrichen, um die Lücke zu füllen. Drei halb besetzte Schichten bringen nichts. Paar von uns müssen halt Doppelschichten übernehmen. Hab dem Simple vorne gesagt, dass er mal keiner mehr nachts arbeitet. Dass erstmal keiner mehr nachts arbeitet. Hux. Ist Hux auch mit drin? Ist wahrscheinlich der Schichtführer oder sowas. Also Frank wurde rausgenommen aus der Schicht. Dawkins und Stone aus der Nachtschicht gestrichen. Stone? Wer ist denn Dawkins? Steht da gar nicht drin. Spätschicht. Ach so, die Nachtschicht. Deswegen steht da gar nichts. Also Frank hätte auch die Nachtschicht gemacht, nicht nur die Spätschicht. Okay. Scheint ja um diesen Frank Stone zu gehen. Sonst wird das Spiel ja nicht so heißen. Oh, hier ist eine Tür. Können wir aber nicht öffnen. Schade, Marmelade. Was sind wir denn hier? Überprüfen. So, ziehen. Oh, da ist was runtergefallen. Personenakte. Einstellungsdatum 4. Februar. Nachname, bevorzugte Name T.F.A. Kann nicht mehr lesen. Geburtsdatum 17.04.27. Berufsbezeichnung Mechaniker. Adresse Singer Hugh, Setter Hills. Vorstrafen Körperverletzung Raub. Meridian ID 13.05.56. Zeitige Entlassung. Sponsor 3 Habilitation, 5 Träume. Sponsor Hauptkontakt Dr. Irgendwas. Frank. Stone Frank. Es muss Frank Stone sein. 1927 ist Mechaniker. Wegen Körperverletzung und Raub vorbestraft. Wurde allerdings vorzeitig Entlassung. Sponsored, keine Ahnung. 3 Habilitation. 5 Träume. Was heißt das? Sponsor really release. Okay. Personalakte. Ein Stahlwerkmitarbeiter hat einen Job der Empfehlung. Ah. Das können wir in die Sammlung nehmen. Der Champion. Ah, das ist ein Film. Ah, okay. Das ist. Ah, okay. Personalakte. Die Personalakte eines Arbeiters. Doch der Name wurde unkenntlich gemacht. Wie viele Stahlwerkarbeiter haben solch ein Strafregister? Es ist die von Frank Stone natürlich. Okay, Relikte, Beziehungen. Ah, okay. Ja, okay. Du kannst nicht mehr zu diesem Bereich zurückkehren. Okay. Also, das heißt, wir sollten uns hier gut umgucken. So, die Akte haben wir ja. Die haben wir ja.
Und ansonsten war nur hier die Schicht. Frank wird aus der Nachtschicht rausgenommen. Verschieben. Hä? Linke Maustaste und? Okay, da sind wir da rausgekommen? Da ist eine Schaufel, guck mal. Sind wir hier rausgekommen oder hier raus? Eventuell kommen wir da rein. Da scheint es aber auch irgendwie weiter zu gehen. Hallo? Ist da wer? Polizei! Okay, warte, dann gehe ich erst da rein. Oh, warte, was ist denn hier? Das ist voll krass. Ansehen. Manchmal kann man auch was entdecken, wenn man sich ein bisschen umguckt. Die heißeste Flamme formt den härtesten Stahl. Howard Kinsey Tester. Versperrt. Mhm. Wir haben es versucht. Okay, dann ist wohl hier eher unser Ziel. Ich weiß nicht, habe ich schon gesagt, aber ich glaube, wir werden gleich von dem Hund gejumpscared. Früher oder später. So, einmal umgucken. Da müssen wir wahrscheinlich drunter herkriechen. Hier geht es nämlich so überhaupt nicht weiter. Bisschen hakelig, die Steuerung. Auf Steam momentan übrigens eher ausgeglichen. Viele haben da auch tatsächlich ein Problem mit der Performance. Wenn ich überlege, dass ich eine RTX 4090 habe, oder soll ich Motion Blur doch anstellen? Ist es doch besser mit? Ich glaube, es ist doch ein bisschen, es sieht dann doch ein bisschen weicher aus. Ich lasse es mal an. Ja klar. Ja klar, Glühbirne. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ich Motion Blur an- oder ausmachen soll bei den nächsten Folgen. Jetzt so beim Spiel sieht es für mich jetzt ein bisschen besser aus. So, was haben wir hier? Das ist kein Kasten, da ist aber nichts. Tür können wir nicht rein. Die Tür leuchtet so schön. Da muss man mal... Manchmal dreht er sich random um. Da können wir rein, dass man bloß nicht hier in die Ecke geht. Hier ist aber auch nichts. Ist sonst irgendwo was? Ein bisschen umgucken. Bisher sehe ich nichts Verdächtiges. Na komm. Schauen wir mal. Hallöchen. Oh Gott. Wer ist da? Der Frankenstein. Nee, das ist ein Hund. Hört sich nach Hund an. Tja, Tür rauf. Weiter um die Ecke.
Da war was. Was war da? Hat sich da nicht gerade so ein Kreis gebildet irgendwo? Zumindest können wir da einmal runter gucken. Ich sehe jetzt keine direkte Gefahr da unten. Noch nicht. Grauenvoll. Ich weiß nicht. Ah, können drüber klettern, okay. Die Bereiche sind eigentlich immer ziemlich klar abgetrennt. Hier können wir nicht klettern und da gibt es auch nichts zu holen. Es klingt für mich nach Hund, ne? Der da am Futtern ist irgendwie. Ah! Hey, Mr. Green. Officer. Ja, natürlich. Haben Sie zufällig Merlin gesehen? Nein, leider. Ah. Alles okay? Ja, ja, aber... Verdammt, riechst du das denn nicht? Der Riecher ist außer Betrieb. Ich hatte damals im Krieg ein wenig zu intensiven Kontakt mit einer Dose Senfgas. Manchmal ist es wirklich ein Segen. Ich muss rausfinden, wo das herkommt. Wie riecht es denn? Nichts Gutes. Dehnbarer Begriff. So, sind wir zu zweit oder was? Wo bist du, Kollege? Da steht er, der Peter. Jetzt gucke ich nochmal auf der anderen Seite. Aber auch hier gibt es kein Secret. Du stehst mir im Weg, Kollege. Da ist doch der Hund. Da ist er doch. Da futtert er doch. Seht ihr ihn? Der Schatten an der Wand. Okay. Aber was futtert er da? Ruf doch mal deinen Hund. Oha. Merlin, da bist du. Wir haben uns schon gewundert. Komm zurück. Verflixt nochmal. Fänd's gut, wenn ihr zwei euch richtig kennenlernt. Gottverdammt. Ist das menschlich? Was soll das sein? Kann ich hier ein paar Mal drehen? Hast du das für ihn hingelegt? Nein. Scheinbar hat jemand anders das Herz von deinem Hund erobert. Durch den Magen. Das kann nicht sein. Merlin und ich sind ein Team. Wer drängt sich zwischen einen Mann und seinen besten Freund? Frauen? Was ist das? Irgendein Würstchen? Ein Ohr, sag ich doch! Es ist ein fucking Ohr. Schau dir das mal an. Der verdammte Hund. Glaubst du, das gehört dem Jungen, den du suchst?
Dafür gibt es keinen Beweis. Das ist von jemand anderem. Keine Ahnung. Wer schüttert? Nee. Das ist von jemand Älterem, einem Teenager vielleicht. Himmel, Herrgott, Sakrament. Sind in Cedar Hills zuletzt noch andere Leute verschwunden? Ich weiß nicht. Wer soll denn sowas wissen? Nun, jemand weiß es. Das war in dem Fass. Alter. Erstmal durchlatschen. So, hier sind wir hergekommen. Wahrscheinlich müssen wir hier lang. Oh, was haben wir hier? Ein Werkzeugkasten. Ah. Eine Schachfigur. Und die anderen? Können wir mal gucken, ob wir alle gefunden haben, hä? Also eine haben wir und ich habe ja jetzt wirklich gut geguckt. Ich wüsste nicht, wo hier noch eine sein könnte. Deswegen gehen wir mal vorsichtig weiter. Was war das? Klang wie ein Tor, oder? Mir. Das können wir nicht öffnen. Ich freue mich ja schon auf die Quicktime-Events. Ach, wie ich mich freue. Schacht. Da kommt Licht raus. Also, was ist das? Das Gitter? Ja, wozu ist es da? Gehört zum Schmelzofen, glaube ich. Sicher bist du nicht? Ich arbeite beim, nicht im Stahlwerk. Finde etwa, finde etwas, um das Gitter aufzustemmen. Okay, dann finden wir etwa. Danach habe ich gesucht. Ein Rohr, ein dickes Rohr. Können wir hochklettern? Hopp. Ja, ganz schön fitter Kopf, ne? Fit, fit, fit. Was liegt da, ein Malkasten oder so? Ach nee, ein Brecheisen. Schön. Schönes Teil. Handlich, kompakt. Manche Gegenstände können mitgenommen und später verwendet werden. Muss ich jetzt nochmal hier drüber klettern? Kann ich eine Taschenlampe ausmachen? Nee, geht nicht. Also wenn da so ein Lotzen irgendwo beim Zaun liegt, können wir anscheinend immer drüber klettern. Ist vielleicht noch wichtig für später, das zu wissen. So. Gehen wir jetzt mal direkt zum Gitter. Öffnen. Vielleicht hier? Oh, jetzt können wir es noch. Ach so, Q-Gegenstand verwenden. Okay. Zurück. Ist gefährlich, was ich hier mache. Drücke wiederholt links, bevor die Zeit abläuft. Gutes Tutorial. Er hat es beim ersten Versuch geschafft.
Na gut. Nimm das. Ruf über das Funkgerät im Wagen das Revier. Wo willst du hin? Glaubst du echt, der Junge ist da unten? Keine Ahnung. Hab nur so ein Gefühl. Und das ist kein gutes Gefühl. Hey. Du musst das hier auch für mich nehmen. Sorg dafür, dass es zum Sheriff kommt. Oh, ich weiß nicht. Frustriert, dafür haben wir keine Zeit. Unterstützend, ich brauche deine Hilfe. Ich bin immer unterstützend. Immer positiv. Ich brauche deine Hilfe, Tom. Sonst würde ich nicht fragen. Ich weiß nicht, ob ich aus dem richtigen Holz geschnitzt bin. Nicht umsonst heißt es höhere Berufung. Wachs über dich hinaus. Du schaffst das. Ich schaffe das. Hey. Ich zähle auf dich, Tom Holt. Schicksal geändert. Du hast Tom dein Vertrauen geschenkt. Wir gucken uns gleich nochmal die Schicksalsmarker an, sobald wir da unten sind und nichts Schlimmes passiert. Lass mich raten, die Leiter knallt gleich ab und wir müssen ein Quicktime-Event machen. Das ist fies. Siehst du, das ist schon so am Knatschen. Ich kenne diese Spiele, aber leider kein Quicktime-Event. Aber hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn eins kommt und ich es verkackt hätte und daraufhin er einen gebrochenen Arm hat oder irgendwie sowas. Das wäre so typisch für meine Let's Plays. Ziel, finde einen Weg in den Ofenraum und zack. Also Sammlung, da haben wir nur den Champion, das ist nur Artefakt, kein Relikt. Wir haben ein Schicksal, Sam. Sam vertraut auf Toms Hilfe, als er ihn am meisten brauchte. Okay. Ansehen. Mist. Meine Mütze. Ist hier sonst noch was zum Ansehen? So, die ist jetzt dreckig. Furnace Access. Ansehen. Merkwürdige Rituale. Wegen diesem Hammer hier, oder was? Wegen diesem... Weil da so ein Symbol ist, oder was? Dieses Weiße unter der Fackel. Tja, muss ich jetzt da runter? Oh, ich guck mich erstmal ein bisschen auf dieser Ebene um. Da ist auch noch eine Tür. Können wir da durchlupen? Das sind große Tunnel. Nichts. Ist jetzt halt die Frage, können wir da runter? Müssen wir da runter? Aber eigentlich sollen wir in die Richtung gehen, ne? Ich habe ein bisschen Angst, dass es dann weitergeht. Geh mal da hinten runter. Das Problem ist, es könnten jetzt halt überall hier irgendwelche Sachen liegen.
die wir dann möglicherweise nicht finden. Es könnte aber auch, du gehst einfach einen Gang lang und es wird eine Sequenz getriggert. Und bist dann nicht nach links gegangen vorher. Weißt du, was ich meine? Also du kannst, manchmal kann man es einfach nur falsch machen. Da geht's wieder hoch, vielleicht. Das muss er sein. Dann sind wir hier wohl richtig, ne? Aufheben. Was zum Teufel? Was ist das? Wer ist das? Ist das Frank Stone? Ein Liebesherzchen, aber die andere Seite fehlt. Ich gehe jetzt doch nochmal zurück. Vielleicht geht man aber auch einfach nur im Kreis hier. Ach, guck, siehst du? Aha. Holzpferd. Ich weiß, es bedeutet zu glauben, der Pfad durch den Wald ist frei und für das Feuer erwartet mich. Oh. Vielleicht sind es doch Hinweise. Leider können wir uns das nicht angucken jederzeit. Ach, da hinten sind die Dinger. Und hier geht's auch wieder runter. Aber ich glaube, bei diesen Waggons sind wir angekommen. Mann, was für ein Irrgarten. Geht's nicht weiter. Also wir müssen doch den anderen Weg nehmen. Was anderes gibt's hier nicht. Das ist natürlich gut. Gut, dass wir hier nochmal lang gegangen sind. Ach so, da war nur die Mütze. Die haben wir uns angeguckt. Okay. Dann sind wir hier nämlich richtig. So, hier haben wir das Herz gesehen. Nochmal gucken. Okay. 400 Access. Zugang zum Verbrenner. Ah ja. Ich werde kläglich verbrennen wahrscheinlich. Okay, es sind nur Wassertropfen, die hier auf den Weg tropfen. Da sehen wir den Rest des Stahlwerks. Okay. Mhm, okay. Gerippe aus. Ein Gerippe. Menschliche Leichen. Mehr sehe ich da leider nicht. Oh Gott. Das wäre jetzt genau der Moment, wo ich abhauen würde, Polizist. Mir dreht sich der Magen um. Hin oder her. Da muss ich doch nicht durchkriechen, oder? Zumindest ist da Licht irgendwie. Kann ich drüber klettern? Okay.
Oder kriechen. Kriechen oder klettern. Aber da scheint es nicht weiter zu gehen. Oder? Ah ja. Was zum Teufel, der Hinterwäldler. Immer nur noch seltsamer. Relikt gefunden, der grauenvolle Mann. Ah, das ist wahrscheinlich aus Dead by Daylight dann. Coole Sache. Sammlung. Relikte. Der Hinterwäldler. Nicht einmal seine Mutter konnte Max Thompson Jr. einen grauenvollen Mann, der zum Monster wurde, lieben. In der Stille, die sich über die Coldwind Farm gelegt hat, muss man immer die Ohren offen halten und auf das rostige Dröhnen von kreischendem Metall, das Heulen des Motors achten. Denn auch wenn Max nicht versucht, sich heimlich zu nähern, nimmt er mit brutaler Flinkheit Rache. Okay. Jetzt, da die Mütze schon dreckig ist und der Anzug ist auch dreckig, da können wir auch kriechen. Kein Problem. Verdammte enge Räume. Ah ja. Da könnten wir uns jetzt durchzwängen. Da könnte es aber auch noch was geben. Wieder die Entscheidung. Gehen wir weiter, gehen wir da hoch, zwängen wir uns da durch. Ich weiß nicht, was besser wäre. Da liegt... Ah, da liegt auf jeden Fall was. Ein Stück Metall. Einfach auf der anderen Seite. Gut, dann war das auch nur, um dieses Stück Metall zu finden. Es wird von dieser Maske von diesem Frank Stone sein. Wie man es auf dem Cover sieht. Das heißt, das ist unser Weg hier. Um einen Fähigkeitscheck zu schaffen, drücke Leertaste, während sich der Zeiger in der Erfolgszone... Oh Gott, okay. Habe ich es geschafft? Hätte ich direkt auf weiß sein müssen? Oder reicht noch der andere Bereich? Oh, ich hasse die... Ich hasse so Quicktime-Events, wirklich. Ich kann es einfach nicht. Naja, da müssen wir lang. Das heißt... Oh, wir gucken mal, ob wir hier reinkommen. Nein. Fake-Tür. Nieder mit den Fake-Türen. Reißt sie ein. Ich will keine Fake-Türen. Okay, was haben wir denn hier? Sehen wir da irgendwas? Irgendjemanden? Bock. Das sieht nicht gut aus. Ein Babykorb! Eine Wiege. Scheiße. Er wartet auf mich. Rampe oder Leiter? Da, da oben ist, würde ich sagen, vielleicht Rampe.
Okay, okay. Oh shit. Ich will nicht, dass dem Baby was passiert. Links, um zu zielen, drücke links auf deinem Ziel. Ja, wo soll ich denn draufhauen? Ach so. Aber wir leben noch. Oder? Schicksal geändert, du hast dich selbst vom Rohr befreit. Ganz schön krasser Typ. Oh. Was nun? Okay. Oh, mehr Quick Times. Jawohl! Ab in den Ofen! Schicksal besiegelt. Du hast Frank Stone erschossen und das Kind gerettet. Die Vorgeschichte wahrscheinlich. Oha. Der Unterkiefer einfach. Junge. Was zum... Schläft er jetzt. Oha. Was war das für eine Person da mit der Kapuze? Das war auch die aus dem Intro. Die scheint das zu beobachten. So ein bisschen Kurator-mäßig, ne? Retter. Sie hielten Frank Stone auf.